So, herzlich willkommen zum Workshop Streaming, Musikserver und Raumkorrektur. Kriterien für die richtige Entscheidung oder wie werden wir in Zukunft der KI Musik genießen? Böse Zungen behaupten immer noch mit den Ohren. Wollen wir mal hoffen. Gut, möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Milkowitz. Ich bin der Geschäftsführer und auch Mitentwickler der Firma Infosurf GmbH. Und wir entwickeln schon seit 2004 und fertigen das auch selber, Musikserver, und zwar Software und Hardware, und denken, wir können da auf einen sehr großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und da mit diesem Erfahrungsschatz möchte ich Ihnen heute weitere Infos mit auf den Weg geben. Es ist ein relativ umfangreiches Thema, was das Thema Musikserver und Streaming angeht. Das heißt, das kann man hier in 40 Minuten bestimmt nicht im Detail klären. Ich möchte Ihnen heute einfach einen Leitfaden an die Hand geben, wie Sie sehr leicht, schnell und selber Entscheidungen treffen können, ob das Produkt für Sie geeignet ist oder nicht. Kurz nochmal die Firmengeschichte, hatte ich ja schon erwähnt, wir entwickeln seit 2004 schon den ersten Musikserver. Das heißt, wir haben also jetzt schon die Musikserver in der vierten Generation. Das heißt also, ein sehr großer Erfahrungsschatz vorhanden. Ich möchte Ihnen jetzt einen kurzen Überblick geben über den Inhalt des Vortrages. Es gibt ja sehr viele verschiedene Begriffe und Definitionen, die da immer vermengt werden. Es gibt den Begriff Streamer, Server, All-in-One. Ja, und ich denke mal, das sollten wir auch mal ein bisschen klären, dass Sie einen Eindruck davon bekommen können. Was ist denn ein Streamer, was ist denn ein Server, was ist eigentlich der Unterschied oder was ist denn die beste Lösung davon überhaupt? Ich werde heute ein kurzes Thema auch in die Richtung Streamingdienste gehen, auch mal kurz da das Leistungsspektrum eines Streamingdienstes besprechen und auch Ihnen da Kriterien mit an die Hand geben, wie Sie entscheiden können, was vielleicht der richtige Streamingdienst für Sie in Zukunft sein wird. Ich sag mal, die Themen, die heute aufgeführt werden, die sind eigentlich für den Fachhändler, für den Distributor, auch für den Endanwender wichtig. Also die Zielgruppe ist eigentlich sehr breit gestreut. Ich denke, da ist für jeden was heute dabei. Ja, gut. Ich hoffe, der Ton ist jetzt besser. Gut. Wir waren jetzt bei dem Punkt stehen geblieben, dass wir die Firmengeschichte, die Begriffe, die wollten wir halt ein bisschen klären, und die Streamingdienste. Dann die Zielsetzung, das heißt, Sie sollten für sich auch Vorgaben machen. Das ist ein sehr großes Gebiet, und wenn Sie sich für ein solches Produkt interessieren, sollten Sie sich vorher schon im Klaren sein, was möchte ich damit hauptsächlich machen. Es hilft nichts, dass Sie irgendeinen Server kaufen, wo schöne viele Aufkleber am Schluss drauf sind und Sie stellen fest, das, was ich eigentlich mitmachen wollte, kann der gar nicht. Ja. Also Zielsetzung ist bei dem Thema wichtig. Welchen Bedarf habe ich an den Server oder an den Streaming-Client? Ja, das werde ich Ihnen heute dann auch markante Kaufkriterien vorstellen. Das heißt, Sie kriegen von mir heute ganz markante Kriterien an die Hand, wie Sie selber, auch wenn Sie noch völliger Laie sind, was die Produkte angeht, sehr leicht entscheiden können, ist das Produkt überhaupt geeignet, vor allem auch für den Langzeiteinsatz. Ja, es gibt da doch immer wieder sehr viele Probleme bei solchen Produkten, die länger zum Einsatz kommen, weil meistens die eigentlichen Problemchen, die diese Maschinen zum Teil haben können, sich erst zeigen, wenn man die mehrere Monate im Einsatz hat. Ja, das Ziel muss eigentlich so ein bisschen sein bei dem Produkt für die Zukunft, sage ich, die ganze Welt der Musik. Das werde ich nachher auch kurz an der Grafik aufzeigen, was es denn alles für Optionen gibt, woher kann die Musik kommen, ne, welche Quellen gibt es, was habe ich alles für Möglichkeiten, Generationen von Musik, von der LP angefangen, ja, bis zum Streamingdienst. In der Präsentation heute werde ich Ihnen dann unsere neue App Purist in Touch zeigen. Ist eine All-in-One-Lösung, die völlig neuartige Touch- und Software-Technologien für und im alltäglichen Einsatz anbietet. Anhand dieser App können Sie dann auch mal beurteilen, was andere Apps leisten sollten oder könnten. Dann kommen wir kurz auf das Thema Integration Streamingdienste. Da werde ich heute auch mal kurz zeigen, wie sowas aussehen sollte, dass man also hier auch die Möglichkeit hat, in einer App, deswegen auch das Wort All-in-One, nicht irgend noch eine andere App öffnen zu müssen, wenn ich jetzt auf irgendeinen Streamingdienst zugreifen möchte, sondern ich kann einfach in der App dann entscheiden, dass ich auch noch auf den Rest der Welt
meiner Mediathek, sprich zu sagen, meine Mediathek virtuell um einen Streamingdienst erweitere. Was dann auch noch ein wichtiger Punkt ist, den man auch beachten sollte, gehen wir nachher auch noch kurz ein, ist Service und Support, ist auch ein wichtiges Kriterium. Es ist halt einfach ein Produkt oder alle Produkte dieser Klasse haben ein riesen Umgebungsfeld. Das heißt, ich habe ein WLAN, ich habe vielleicht ein Internet, ich habe ein Hausnetzwerk, ich habe irgendwo einen Router stehen und, und. Das spielt alles eine wichtige Rolle für den Einsatz solcher Produkte. Das kann nicht jeder alles wissen. Das heißt, da ist es einfach immer wichtig, dass man, wenn man sich für so ein Produkt entscheidet, entweder selbst das Know-how hat oder da das Produkt kauft, wo das Fachwissen vorhanden ist. Sprich Fachhändler oder wer auch immer. Das sollte man auch prüfen. So, ja, welche Funktion sollte denn so eine All-in-One-Lösung haben? Da habe ich hier ein bisschen was vorbereitet, damit wir es auch mal ein bisschen an Bildchen sehen können. Thema World of Music. Das heißt, es gibt ja erstmal die Möglichkeit, ich kann ja verschiedene Musikquellen haben. Ich kann ja einmal die Musikquelle haben, ich habe auch noch vielleicht LPs und CDs. Ich habe Streaming-Portale, ich habe vielleicht aber auch noch Musik auf USB-Sticks oder auf dem PC oder auf dem Netzwerk-NAS-Modul. Das heißt, es wäre natürlich optimal, wenn mein Musikserver auf alle diese Medien zugreifen kann. Da sollte man sich auch vorher bewusst sein, was nutze ich davon. Also wenn man zum Beispiel noch LP und CD hat, sollte man da auch wirklich drauf achten, weil das unterstützen nicht mehr unbedingt alle sauber oder auch nur, sag ich mal, sehr schmeichelhaft. Da ist man dann meistens sehr verärgert und sagt, ja, das ist eigentlich unbrauchbar. Das sind so Punkte, wo man am Anfang auf, achten sollte, dass man also hier alle Medien integrieren kann. Als nächstes dann wäre zum Beispiel der Punkt, wie kommt denn meine Musik überhaupt in die Mediathek, die ich mir aufbauen möchte? Da nenne ich mal hier eine Smart-RIP-Funktion, also es sollte eine clevere RIP-Funktion geben, ja, und es sollte auch eine Import- oder Export-Funktion geben, dass ich zum Beispiel von PC oder von Sticks oder wie auch immer die Musik in eine Mediathek bekomme und nicht am Schluss irgendwie da zig Sticks und Festplatten rumfliegen habe. Wichtig ist dann auch hier wieder die CD-Sammlung. Können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Die sollte, warum Smart RIP? Ja, wie schon gesagt, Rippen ist auch leider nicht Rippen. Es gibt viele Anbieter, die rippen so eine CD in ein, zwei Minuten. Die Qualität davon ist meistens mangelhaft, ja, weil die einfach nicht richtig ausgelesen werden. Aber das ist auch ein anderer Punkt, da können wir noch drauf eingehen. Dann wäre ein nächster Punkt, der wichtig ist, wäre zum Beispiel, dass man hier das Webradio hat. Ja. Man will ja vielleicht doch mal auch öfters mit so einem Musikserver dann Hintergrundmusik laufen lassen. Man muss ja nicht immer davor sitzen und will ja auch mal in der Wohnung irgendwas machen. Dann wäre so ein Webradio auch immer sehr schön. Und da sollte man auch darauf achten, dass da die Radiostationen auch drin sind, die man hören möchte. Da haben wir schon sehr vieles erlebt. Also ich kenne einige Musiker, die können Antenne Bayern nicht finden. Also, ist kein Witz. Ist in Asien noch nicht angekommen. Also Webradio, wer es will, ne? Sollte darauf achten. Der nächste Punkt ist dann, dass man der Musikserver auch als zentrale Mediathek fürs ganze Haus dienen kann. Deswegen habe ich hier mal den Punkt Mediaserver aufgeführt. Und da gibt es dann gewisse genormte Protokolle, die sollte er unterstützen. Die haben nämlich den Vorteil, dass er am Schluss zum Beispiel auf ihrem Fernseher, ja, im Wohnzimmer sich die Cover und auch die Musik anhören können, die auf dem Mediaserver sind, weil der UPnP unterstützt. Das macht heute fast jeder Flachbildschirmfernseher. Und DLNA ist ähnlich, ist auch ein genormtes Protokoll von Sony. Das heißt also, Sie haben hier die Möglichkeit, dann wirklich Ihre Musiklibrary am Schluss, ja, auch zum Beispiel auf einem ganz normalen Fernseher, oder es gibt auch schon Kühlschränke, habe ich gesehen, ja, will jetzt keine Namen nennen, da kann man auch drauf zugreifen über UPnP, demnächst wird es wohl auch der Toaster und auch die Waschmaschine machen können. Ne? Gut, dann geht es noch weiter, was ist denn noch ein wichtiger Punkt? Ja, natives Streaming. Das heißt also, es wäre natürlich optimal, wenn die modernen Streaming-Dienste, die habe ich jetzt nur mal ein paar hier aufgeführt, es gibt viel, viel mehr. Ne? Ich habe jetzt mal eher, oh, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Dass man hier die Streaming-Dienste, ich muss das mal dann doch ganz sperren, sonst gibt es hier Stress heute noch. So. Ja, da ist halt ein Thema, muss man sich auch ein bisschen mit befassen, gehen wir nachher auch kurz ein, welcher Streamingdienst ist denn der richtige, ja, und die Integration in der App wird dann auch kurz gezeigt.
Gehen wir noch weiter. High-End-Playback. Also man sollte darauf achten, dass so ein Musikserver natürlich auch in bester Qualität die Musik abspielen kann. Das heißt, es wäre natürlich eigentlich optimal und es ist auch absolut machbar und auch sollte auch so sein, dass Sie eine Klangsteigerung gegenüber einem herkömmlichen CD- oder SACD-Spieler bekommen oder DVD-Player, indem man also auch zum Beispiel höhere Formate abspielen kann, dass man hier bis 384 kHz und 32 Bit hören kann. Und wichtig ist auch, welche Formate werden unterstützt. Ja. Da muss man sagen, da gibt es sehr große Unterschiede bei den Musikservern. Manche unterstützen nur 3-4 Formate. Das heißt, man hat dann irgendwann mal Musik von irgendwelchen großen amerikanischen Herstellern zum Beispiel, die auf dem Gerät nicht abspielen können, ja, weil sie das Format nicht unterstützen. Da sollte man auch darauf achten, dass da diese 10 bis 12 gängigen Formate unterstützt werden. Sonst können Sie zum Beispiel auch gar nicht importieren. Ein Freund bringt einen Stick mit oder ein Bekannter sagt, ich habe hier Musik, die will ich mir bei dir mal anhören. Können Sie nicht abspielen, weil er das Format nicht unterstützt. Ne? Ja, dann bieten wir hier noch an für Firmen, dass wir hier noch einen Third-Party-Support haben. Das heißt, Sie können hier zum Beispiel auch noch andere Produkte mit dem Musikserver steuern. Das heißt also, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel Fernseher hat er schon, Sonos haben, der kann auch auf die Musik zugreifen. Ihr Fernseher kann mit auf die Musik zugreifen. Sie können per AirPlay Musik hinschicken, das sollte zumindest so gehen. Und natürlich wird auch zum Beispiel hier bei uns noch ein DVI-Lay und vieles mehr unterstützt. Das heißt also, Sie können dann diese Musikquelle, die Sie dann haben, auch nutzen, um andere Geräte damit zu speisen. Dann, wer es haben möchte, sollte auch Multi-Roaming unterstützt werden und auch, was wir wichtig finden, ist Multi-User. Das heißt also, Sie könnten auf der Plattform dann einfach mehrere Benutzer anlegen. Das heißt, die Frau hat ihre Lieblingsradiosender und ihre Lieblingsmusik und ihre Lieblingsplaylisten und was auch immer. Das wäre dann unter ihrem Namen abgespeichert. Das heißt, wenn sie sich damit anmeldet, kriegt sie ihre Musik angezeigt. Deswegen als Multi-User auch ein Thema, wo man darauf achten sollte, wenn es im Haushalt genutzt wird, das System. Dann haben wir hier auch noch was, das sollte man auch nicht unterschätzen. Im Gegenteil, das ist sogar ein ganz wichtiger Punkt mittlerweile, ist die Room Correction. Das heißt, wir können also hier eine Raumkorrektur machen, weil wenn wir uns hier schon komplett in der digitalen Welt bewegen, kann man natürlich hier digital eingreifen und kann hier mit Multi-Channel und auch Crossover, sprich also digitalen Frequenzweichen, hier noch mittlerweile eine Klangqualität erreichen, die man mit jetzt bekannter Hi-Fi-Technik nicht erreichen kann. Dann ganz wichtig ist auch ein Backup-System. Ja, das ist leider absolut bei den meisten Systemen absolute Mangelware, was dazu führt, dass dann irgendwann mal die beste Hardware, egal was Sie dann am Schluss hier für eine Mediathek einsetzen, basiert ja auf irgendeiner Hardware, sprich irgendeinem Speicher. Und wenn der mal ausfällt und man hat kein Backup gemacht, dann ist der Ärger groß, weil wenn Sie jahrelang Musik gesammelt haben, ist die weg. Es sei denn, Sie haben noch was im Streamingdienst hinterlegt. Also das ist ein wichtiger Punkt, kann ich auch nur empfehlen. Der speichert auch, sollte auch die Playlisten abspeichern und die Favoriten. Das heißt, wenn das System mal ausfällt, wäre das überhaupt kein Problem. Man spielt es zurück und hat eigentlich dann seine Mediathek wieder mit all seinen Einstellungen. Ja, last not least, auch noch ein wichtiger Punkt ist natürlich, man sollte seine Investitionen schützen. Das heißt also, achten Sie darauf, dass es ein modulares System ist. Es gibt leider immer mehr solche Wegwerfprodukte, überhaupt nicht mehr nachhaltig. Mit Wegwerfprodukten meine ich jetzt nicht unbedingt, dass es günstige Produkte sind, sondern ich meine damit, es kommt zum Beispiel ein neues Musikformat raus hier unten. Ja, es kann die Hardware das da oben aber nicht. Und dann ist es bei den meisten Herstellern so, da sagen die, ja, muss eine neue Hauptplatine rein. Die Hauptplatine kostet dann 70% vom Neupreis des Gerätes. Dann sagen sie, technischer Totalschaden. Muss ich mir ein neues Gerät kaufen. Ja, das ist dann diese Wegwerfpolitik, die finde ich überhaupt nicht gut. Da sollte man darauf achten, dass das Gerät aktuell gehalten werden kann mit kleinen Updates. Ja, dann noch ein Punkt, der ist auch nicht zu verachten, ist, man könnte das Gerät auch noch als ganz normalen klassischen CD, DVD oder Blu-ray-Player verwenden. Ja, also man muss es dann nicht unbedingt auf der Mediathek speichern, man kann es auch einfach direkt abspielen. Ja. Gut, das waren mal so die Funktionen im groben Überblick. Ist viel, aber daraus sollte man sich halt seine wichtigen Punkte rauspicken und die dann auch wirklich beim Kauf berücksichtigen. Am besten ist natürlich, wenn alle gehen. Dann hat man alles, was man machen möchte in Zukunft. Ja, welche Vorzüge sollte man denn durch so einen Musikserver-Streamer haben?
Ist ja auch eine wichtige Entscheidung. Die meisten sagen, ja, ich habe doch einen guten CD-Spieler, reicht mir doch. Ne? Nein, also man hat natürlich eine Menge Möglichkeiten, wie wir jetzt hier schon sehen, ne, wie das Ganze erweitert wird. Vor allem auch hier mit dem High-End-Playback, dass man erstmalig auf echte Studio-Masters zurückgreifen kann. Eine Audio-CD ist reduzierte Klangqualität. Es gibt kein Tonstudio mehr, was mit 44 Kilohertz aufnimmt. Das muss einem klar sein. Also mit einer CD da oben, ne, ist man am untersten Ende der Fahnenstange angekommen. Mittlerweile sind ganz andere Dinge möglich, wie Hi-Res-Formate. Ne? Ja, also die Funktionen eines Musikservers sollten sein. Er sollte sehr unkompliziert und einfach, aber auch anspruchsvoll bedienbar sein. Er sollte Ihre Musiksammlung komfortabel katalogisieren. Eine erhebliche Klangsteigerung gegenüber einer SACD und einem CD-Player erzielen. Sollte zusätzliche digitale Erweiterungen anbieten, wie zum Beispiel hier Raumkorrektur oder auch, dass ich hier zum Beispiel wieder oben meine LP digitalisieren kann, ja, dass ich die dann digital auf meiner Mediathek habe. Er sollte original Master Records können, das hatte ich ja eben auch schon kurz angesprochen. Ein benutzerfreundliches Internetradio, das werde ich dann nachher auch nochmal zeigen, wie komfortabel dann auch so ein Radio sein kann. Ja, und er sollte natürlich immer auch zuverlässig und immer verfügbar sein. Und letztendlich sollte das Ganze zu einer gesteigerten Lebensqualität und einem gehobenen Lifestyle-Gefühl führen. Ne? Gut, jetzt möchte ich noch zu diesen Punkten ein bisschen ins Detail gehen. Und das sind jetzt auch dann für Sie wichtige Kaufentscheidungen dabei. Also woran kann ich erkennen, dass dieser Musikserver, selbst wenn ich Einsteiger bin, ein geeignetes Produkt für mich ist? Das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt. 70% der Anfragen bei uns sind meistens von Anwendern, die sich leider schon, manchmal schon mehrfach die Finger verbrannt haben, weil man einfach immer wieder feststellen muss, dass am Schluss, und das ist das Herzstück, ist die App, ja, wenn die App, Sie können die beste Hardware hier ringsrum kaufen, es hilft alles nichts. Ne? Wenn am Schluss das Lenkrad nicht funktioniert am Auto, wollen Sie das Auto oder können Sie das Auto nicht fahren. Ne? Deswegen ist also auf die App da unheimlich viel Wert am Schluss in der Bewertung zu legen. Und das sind halt ganz einfache Kriterien für Sie. Erstmal muss das ganze System für Sie als Anwender selbst einzurichten gehen. Lassen Sie bitte die Finger davon, wo ein Händler kommen muss und er selbst dann einen Tag braucht, bis das Ding irgendwie läuft. Ja, das ist völliger Käse. Solche Produkte muss man wirklich einschalten, Netzwerkkabel dran oder im WLAN einrichten und dann müssen die funktionieren. Alles andere ist irgendwie Steinzeit-Uralter und macht auch keinen Spaß. Und der Händler, wenn der mal weg ist, dann haben Sie keinen mehr, der in das Ding einrichten kann. Sie sollten also diese App mit einer sehr intuitiven Oberfläche haben. Die soll sich also selbst erklären. Das werden wir nachher am Beispiel der Purist in Touch App dann auch sehen, dass man da auch wirklich ohne Vorwissen, auch ohne ein Handbuch wirklich zurechtkommt und das sehr schnell bedienen kann, das Produkt. Und das Wichtigste ist einfach, das zeige ich Ihnen jetzt dann doch mal auch in der App. Das wäre also jetzt hier zum Beispiel mal die Startseite, wo wir jetzt einfach mal so ein sehr schönes animiertes Coverflow haben. Das Wichtigste, woran Sie sofort einen Musikserver in der Qualität unterscheiden müssen und können, ist eigentlich die Suchfunktion. Ja, Sie werden nämlich feststellen, dass wenn Sie immer mehr Musik auf der Mediathek gespeichert haben oder auch aus Streamingportalen zu Ihrer Mediathek hinzugefügt haben, gewinnt die Suchfunktion eine immer größere Bedeutung. Ich nenne einfach nur das Beispiel, Sie geben in der Suchfunktion Beatles ein. Sie wissen auch, ich habe 10 Alben von den Beatles. Ob die nun gestreamt sind oder ob das lokale Musik ist, lassen wir jetzt dahingestellt sein, das ist egal. Sie geben es ein und das System sagt 0 Treffer. Dann gucken Sie nochmal hin, ja, ist doch alles richtig geschrieben. Ja, das ist dann leider so, dass die Suchfunktion von diesen Produkten die genaue Bezeichnung 1:1 genauso eingegeben haben will. Das heißt, Sie müssen dann schreiben, für Beatles. Ansonsten findet er kein Album von denen. Ja. Und da sehen Sie schon, wo das hinführt. Solche Suchen, da werden Sie irgendwann verzweifeln, aber wer merkt sich denn schon genau, wie alles geschrieben war? Ja. Es muss also eine intelligente, smarte Suche sein. Dann zeige ich Ihnen mal kurz, wie das hier bei uns funktioniert. Wir haben hier drei Technologien entwickelt bei der Suche. Also wir haben erstmal eine sogenannte Kontextsuche, das heißt, Sie sehen, was Sie suchen. Also mit jedem Buchstaben, den ich jetzt gleich schreiben werde, wird sich
eine Liste auftun mit Treffern, wo sie mit jedem Buchstaben, sie schreiben, die Trefferliste immer weiter, also sie können zusehen, wie sie suchen, dass sie sehen, was sie suchen, ja, ändert. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich gebe jetzt mal hier mal nur zwei, drei Buchstaben ein. Und dann sehen Sie sofort, es gehen auch sofort die Treffer auf überall. Sehen Sie, wenn ich jetzt wieder einen Buchstaben wegnehme, ne, dann habe ich wieder sofort wieder mehr in der Trefferliste. Ne? Überall gesucht, bei den Komponisten, Dirigenten, Orchester, Interpret, Radiostationen werden bei uns auch durchsucht. Die Labels, also wer hat die, ne, CD-Labels, Titel und Album. Ja, und Sie sehen sogar, wo die Treffer sind. Ne? Die können am Anfang stehen, die können mitten im Wort irgendwo stehen. Ne? So muss eine Suche funktionieren. Das ist eine sogenannte Kontextsuche. Ne? Das ist aber noch nicht alles. Wir sind noch weitergegangen, weil ein ganz wichtiger Punkt ist die Tastatur da unten. Wir haben hier eine dedizierte Tastatur für Ihre Mediathek entwickelt. Diese Tastatur hier ist keine deutsche Standardtastatur. Warum? Sie haben nämlich so schöne Charakter wie sowas in der Mediathek. Ach, ich habe schon zu viel eingegeben, muss ich nochmal weglöschen. Da sehen wir das besser. Das sehen Sie hier. Ne? Auch das ist in Ihrer Mediathek, denn Sie haben nicht mal irgendeine chinesische CD gerippt. Die würden Sie mit einer deutschen Tastatur nicht mehr finden. Keine Chance. Diese Tastatur hier baut sich selbst auf. Sobald ich die Suche öffne, die Lupe öffne, hat er die ganze Mediathek durchsucht nach möglichen Charakteren in der Datenbank. Und baut Ihnen die Tastatur darauf auf, also eine dedizierte, angepasste Tastatur. Weil mit einer deutschen Tastatur würden Sie das alles nicht mehr finden. Keine Chance. Es geht aber noch weiter, wir haben noch einen oben drauf gesetzt. Sie können dann sogar noch hingehen und es ist auch eine navigierte Tastatur, hatte ich ja noch gesagt, weil wenn wir jetzt was schreiben, dann werden Sie feststellen, dass ich auch jetzt dann einfach in der Tastatur die Buchstaben wie in der Autonavi ausschalten, die jetzt nicht mehr möglich sind. Das heißt, Sie können gar nichts Falsches schreiben. Ja? Und somit behaupte ich, wer mit dieser Suche hier, ja, ich mache mal wieder das Beispiel, ich schreibe mal einfach wieder ein bisschen was und dann werden Sie jetzt merken, es werden schon die ersten Buchstaben grau, ne? Weil die sind jetzt gar nicht mehr möglich. Ich habe nur drei Buchstaben eingegeben und jetzt sind nur noch diese Buchstaben in der ganzen Mediathek möglich. Das heißt, Sie können sich gar nicht verschreiben. Ja? Das ist halt eine Suchfunktion, die ist natürlich jetzt schon sehr ausgereift. Wie gesagt, wir machen das halt seit 20 Jahren. Die gibt es so im Markt auch gar nicht. Da sind wir absoluter Marktführer, was das angeht. Die meisten arbeiten halt nur mit der Standardtastatur und dann noch nicht mal mit der Navigation. Also da würde ich unbedingt drauf achten. Weil wie schon gesagt, fangen Sie mit der Klassik an. Nehmen Sie mal das Beispiel, Herbert von Karajan spielt mit dem Berliner Philharmoniker und dem Leipziger Kirchenchor, was ist die fünfte Sonate irgendwas. So, was ist denn davon der Interpret? Ja. Wenn Sie nach Interpret suchen, werden Sie die Scheibe nie finden oder das Album. Und da haben wir natürlich den Vorteil hier bei uns zum Beispiel im System, dass Sie nach Komponist, Dirigent, Orchester, Titel auch suchen können. Aber es ist auch egal, weil Sie schreiben es in die Lupe rein. Die Lupe wird es finden. Ja. So, gehen wir mal weiter. Was sind denn noch wichtige Punkte? Das war jetzt die intelligente Suchfunktion. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Da können Sie nach 2-3 Minuten den Musikserver testen und sagen, das kannst du vergessen, das wird nichts. Ne? Den brauchen wir uns gar nicht anschaffen. Dann ist es auch wichtig, eine sogenannte Samplerverwaltung. Ja, was ist das denn jetzt? Na klar, es gibt ja ganz viele Scheiben. Da sind auf einer Scheibe 10 verschiedene Interpreten drauf. Das ist ein Sampler. Ne? Und da werden Sie feststellen, dass diese Sampler von sehr vielen anderen Musikservern falsch verwaltet werden, nämlich gar nicht. Ja? Da sind dann diese Sampler alle abgelegt unter dem Artisten Various Artists. Und auch die Titel, das ist das Problem. Das heißt, wenn da jetzt ein Titel von der Barb Younger drauf gewesen wäre auf dem Sampler, werden Sie den nicht mehr unter Barb Younger finden, weil da steht nämlich Various Artists drin. Und das sehen wir jetzt hier an einem kleinen Beispiel, wie das nämlich funktionieren kann, wenn eine Samplerverwaltung vorhanden ist. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier einfach auf die Katie Melua und dann sehen Sie sofort, aha, die Katie Melua hat diese 4 Hauptalben auf meiner Mediathek, aber die hat noch hier überall mitgesungen. Das würden Sie bei vielen Musikservern da unten nicht mehr finden, weil die alle unter Various Artists abgespeichert werden. Und das gleiche Thema hatten wir eben, oder wenn ich noch gerade hier beim Artisten bin, was auch bei uns hier ein ganz netter Service ist, finden wir ganz toll. Wenn Sie beim Interpreten sind, kriegen Sie sofort alle Events weltweit angezeigt. Ja, das heißt, Sie können hier auch direkt, wenn Sie draufdrücken, das Ticket buchen. Für das Event. Und was wir noch besser gemacht haben, Sie verpassen auch kein Event mehr, weil wir haben hier einen Schalter eingebaut, Benachrichtigung, wenn dieser Interpret ein Konzert oder Event hat. Dann setzen Sie auf Ja. Und jedes Mal, wenn Sie mit der App arbeiten, guckt die App für Sie im Hintergrund nach und blendet Ihnen ein, wenn der irgendwo ein Konzert gibt. Das heißt, Sie werden keine Konzerte mehr verpassen.
Alles nur am Rande jetzt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Dann hatte ich auch mit der Klassikverwaltung noch angesprochen. Das hatte ich aber auch schon eben gezeigt. Sie haben ja halt die Möglichkeit, dass er hier Listen aufbaut, ja, wie Dirigenten zum Beispiel. Ja. Da haben Sie also hier komplett eine echte Klassikverwaltung. Wir können Dirigenten, Chor, Orchester, was gibt es noch? Mensch, so einen vergessen. Komponisten natürlich, geht auch noch. Das heißt, es ist auch wichtig, wenn Sie ein Freund von klassischer Musik sind und haben solche Listen, nicht, werden Sie mit klassischer Musik auf dem Musikserver nicht glücklich werden. Sie werden viele Sachen nicht mehr finden. Ne? Und am Schluss muss man sagen, ja klar, ich kann natürlich immer mich oben hier durch meine App durchblättern, aber glauben Sie mir, das wollen Sie nicht wirklich machen, um Musik zu finden. Ne? Man kann da natürlich auch suchen, aber das bringt einfach bei klassischer Musik nichts. Ne? Ja, wie kommt die Musik auf meinen Server? Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wenn Sie neu anfangen, sagen, ich hatte vorher einen CD-Spieler, dann hatten wir ja vorhin die Möglichkeiten gesehen. Ich muss einmal diese hochwertige RIP-Funktion haben. Da bieten wir zum Beispiel eine Master-RIP-Funktion an. Die hat den Vorteil, dass ich Ihnen eine bit-echte Kopie der CD erstelle. Die wird auch mehrfach ausgelesen, um das zu gewährleisten. Dann brauche ich unbedingt eine Import- und Exportfunktion. Das heißt, ich muss von allen Quellen, die es gibt, von außen die Musik importieren können, und zwar mit Metadaten. Das heißt also, er muss den Interpreten erkennen, das Album erkennen. Er muss mir ja am Schluss die Mediathek darauf aufbauen. Es hilft ja nichts, wenn ich irgendwelche Musik einlese und am Schluss fehlen mir da Cover und der Interpretenname. Das macht keinen Sinn. Darauf ist auch zu achten. Dann hatten wir auch vorhin schon ganz kurz angesprochen, sind die Datenformate. Das ist auch ein wichtiger Punkt, darauf zu achten, welche Datenformate kann ich erstens abspielen und welche kann ich importieren und exportieren. Der Export ist zum Beispiel wichtig, wenn man die Musik mit in den Urlaub nehmen möchte. Das heißt, man sagt, komm, ich nehme ein bisschen Musik mit, auch im Auto möchte ich es hören, dann könnt ihr bei uns auf Export drücken. Da oben, ja, und dann fragt er Sie, soll ich jetzt gerade das Album exportieren, ne, was gerade in der Ansicht in der Mitte ist, oder soll ich alle Alben, die da im Coverflow sind, zum Beispiel jetzt exportieren? Ne? Und schon können Sie das im Autoradio hören. So, das war also Import-Export, Datenformate. Klangsteigerung hatten wir auch vorhin schon angesprochen. Da wäre es halt wichtig, dass man darauf achtet, dass man eine Maschine hat, die zum einen bit-echt abspielt, also diese Serverplattform sollte bit-echt abspielen, was bei den meisten leider nicht gewährleistet ist. Darauf bitte auch achten, man möchte die Musik ja auch im Original hören. Gapless Playback, auch ein wichtiger Punkt, gerade bei Freunden von Klassik ist es wichtig, dass dann zum Beispiel gewisse Alben auch wirklich gapless spielen. Es gibt auch einige Pop-Alben von Pink Floyd oder wie auch immer, die unbedingt gapless spielen müssen. Das schaffen leider auch nur die wenigsten Musikserver und Streamer echt gapless abzuspielen. Das Internetradio hatte ich ja auch schon kurz gezeigt, das kann ich aber auch nochmal zeigen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie es aussehen könnte. Wenn ich hier oben mal auf Radio gehe, bekommen wir hier in der App sofort, und das sind wir auch die einzigsten, die sowas anbieten, werden Sie feststellen, die es ermöglichen, Radiostationen im Coverflow zu betrachten. Ja? Ja, ja. Das heißt, das sollte man, weil die meisten können nur nach irgendeiner Radiostation suchen, aber sie haben keine Möglichkeit, da drin auch mal zu blättern. Sie können das auch umschalten. Wir haben natürlich hier auch eine Kachelansicht, ne, für alle Radiostationen. Ne. Das ist, also man hört doch immer mehr Radio auch mit solchen Produkten. Deswegen finde ich, so ein Radio sollte auch gut gelöst sein. Ne. Dann sollte man darauf achten, das kann man als Laie etwas schlecht beurteilen, aber sehr viele Musikserver und Streamer haben noch das Problem, wenn die mal ausfallen. Das kann ja auch mal ein Stromausfall sein, muss ja nicht unbedingt ein Hardware-Defekt sein. Dann kann bei vielen Produkten es passieren, dass danach die Mediathek kaputt ist. Das ist leider bei, würde ich fast mal so tippen, 80% der Produkte das Problem, dass das passieren kann. Und meistens kriegt der Hersteller das auch leider nicht mehr hin. Das heißt, hoffentlich haben sie dann ein Backup gehabt. Wir hier bei Purist haben eine unkaputtbare Datenbank entwickelt. Das Ding können Sie einschalten, ausschalten, wie Sie wollen, Stecker rausziehen, garantiere ich Ihnen, da geht nichts verloren. Gut, das hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen, weil die Installation und Betriebnahme sollte in Eigenregie möglich sein. Die Backup-Funktion hatten wir auch schon angesprochen, ganz wichtig. Und am Schluss dann nochmal darauf hingewiesen, Support und Hotline. Ist einfach ein Punkt, den braucht man langfristig, dass man da einmal eine Beratung bekommen kann, wenn was ist. Da sollte man natürlich drauf achten, gerade bei Support und Hotline, ja. Tja, ist das ein Überseeprodukt? Dann viel Spaß, dann müssen Sie dann nachts um eins aufstehen oder um zwei.
dann sind die dann auch vielleicht mal da und hoffentlich haben sie keine Sprachbarriere. In Asien wird es dann schon ganz interessant. Ich habe immer etwas Probleme mit dem asiatischen Englisch. Muss man gewöhnt sein. Also da würde ich auch darauf achten, dass wenn man hier ein Produkt erwirbt, dass man vielleicht einen Support hat, der einem auch wirklich helfen kann und tut und es auch will. Also wenn nur eins dieser Kriterien, die ich jetzt kurz aufgeführt habe, es gibt noch viele, viele mehr, aber das sind so die wichtigsten, wenn die nicht erfüllt sind, eins davon, würde ich davon also abraten, diesen Server oder Streamer zu kaufen. Ja, also gehen wir noch ein bisschen mehr in die Praxis. Ich hatte ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass das Produkt sehr intuitiv und ohne Hilfsmittel bedienbar sein soll. Dazu gehe ich aber jetzt nochmal zum Beispiel in die Alben zurück. Die Radiostationen sind da nicht so geeignet. So, das heißt also, man muss einfach jetzt hier schon mal sehen, was kann ich denn hier alles machen? Und dafür gibt es dann zum Beispiel gewisse Menüs. Das ist hier zum Beispiel das Top-Bar-Menü bei uns. Ja. Da behaupte ich, da kann man schon die meisten Funktionen des Alltagsgeschäftes komplett erledigen. Sie haben da oben einmal die Hilfe, ja, die ist da oben erreichbar. Dann hat man hier die Benutzerverwaltung, können Sie Benutzer wechseln. Hier hat man die Exportfunktion, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt Musik, die ich da sehe, exportieren, brauchen Sie dann nur draufdrücken. Da oben können Sie umschalten, das ist so ein ausgeblendet zwischen Kachel und Coverflow-Ansicht. Ja. Und da haben Sie noch hier auch interessante Tasten, die Plus-Taste zum Beispiel. Die führt dazu, dass man sofort Musik zu einer Playlist hinzufügen kann, die gerade angezeigt wird oder die gerade abspielt. Und Sie können da oben auch noch gewisse Filter setzen, die auch sehr interessant sind. Zum Beispiel kann ich ja das Herzchen setzen und kann sagen, zeig mir doch alle meine Favoriten an. Ja, alle meine Alben zum Beispiel. Zack. Und schon zeigt er mir jetzt hier alle nur meine Lieblingsalben an, also alle, die mal mit dem Herzchen bewertet worden sind. Und wenn ich jetzt da unten drauf drücke auf sofort abspielen, ja, dann spielen die schon. Das heißt also, im Alltag drücke ich zwei Tasten, einmal meine Favoritentaste und auf abspielen und schon spielt meine Lieblingsmusik ab. Das Gleiche geht dann auch zum Beispiel noch mit dem Fokus, da kann man noch weitere Filter setzen. Oder aber auch, ich kann sagen, zeig mir nur Live-Musik an. Ich möchte heute irgendwie in Stimmung kommen und will nur Live-Aufnahmen hören. Das ist also Funktionen, die auch wichtig sind. Und damit kann man schon fast den ganzen Server komplett zum Beispiel hier die ganze App bedienen. Dann sollte man natürlich noch weitere Funktionen haben. Das ist hier bei uns im Sidebar. Da hat man dann das Radio nochmal extra aufgelistet. Dann hier diese ganze Klassikverwaltung oder auch das Genre und, und. Das heißt also, solche Menüs, da kann man auch gleich, die blenden sich immer bei uns automatisch ein aus. Da sollte man auch drauf achten, weil aufgrund dieser Menüs erkennen Sie eigentlich auch schon, was kann das System überhaupt, ja. Da kann man sofort beurteilen, ja, der hat irgendwie nur zwei, drei Listen, damit komme ich gar nicht zurecht, weil das nur klassische Musik oder was auch immer ist. Ja. Das wäre soweit zur intuitiven Fernbedienung, die muss ich also eigentlich selbst erklären. Ja, von die Samplerverwaltung hatte ich auch schon angesprochen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Dann kommen wir vielleicht noch mal kurz zu dieser Exportfunktion, weil da sind wir eigentlich auch hier sehr stolz drauf. Sie können jetzt einfach da oben mal auf diesen Exportknopf drücken und bekommen jetzt hier ein tolles Menüangebot. Das können Sie nämlich sagen, okay, bitte exportieren mir den gerade spielenden Titel. Sehen Sie, der spielt ja da unten. Ne? Den könnte ich mir jetzt auf meine Exportliste legen. Ich kann aber auch von dem Album zum Beispiel gleich sagen, ich exportiere alle Titel oder ne, alle Titel des Interpreten. Das wäre dann hier in der Mitte zum Beispiel. Oder ich kann sagen, exportiere mir alle 16 Alben, ja, die ich jetzt in der Ansicht habe. Und schon haben Sie die in der Exportliste, stecken einen USB-Stick dran und haben die Musik auf dem USB-Stick und können die im Radio, im Auto hören. Im Radio noch nicht. Das ist also auch eine schöne Funktion, die einfach das Lifestyle-Gefühl wesentlich anhebt. Datenformate hatte ich vorhin kurz schon angesprochen. Das wäre auch noch ein wichtiger Punkt, dass man bei dem Import und beim Export, ich gehe gerade mal schauen, das kann man glaube ich hier auch anzeigen ganz gut. Genau, also das wäre jetzt so eine Importfunktion. Wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Stick angesteckt hätten, geht automatisch diese Importfunktion auf. Und dann haben wir hier auch aufgeführt, welche Formate alle importiert werden können und zwar mit den Metadaten. Ne? Da wird einem auch noch angezeigt, welches Format die Sticks haben sollten, die man benutzt. Und auch angezeigt, welche zum Beispiel Booklets oder Cover und Backcover und was auch alles noch an Fotos vorhanden ist, exportiert werden können. Ne? Die werden dann auch da. Ist man also, weiß man ohne Handbuch, was möglich ist und tappt nicht im Dunkeln, ne? bei solchen Geschichten. Das nennen wir halt intuitiv, dass es halt direkt in der Maske angezeigt wird, ne? Was möglich ist. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Da gibt es Playlisten, heißen die, ne? Das ist hier der Menüpunkt und da gibt es jetzt die Möglichkeit, da sehe ich hier, ne? Kürzlich hinzugefügt, häufigste Wiedergabe, zuletzt gespielt, noch nie gespielt und sie haben auch eine History-Funktion in der sogenannten Warteschlange, ja, also wenn ich jetzt da hochblättere, da oben, ne, die habe ich gerade jetzt vorhin abgespielt. Da ist die Grenze, da spielt der jetzige, ne? Hier ist History und hier sind die Zukunft. Also ich habe mehrere Möglichkeiten, das ganz schnell zu finden. Genau. Ja, es gibt natürlich auch immer noch dann die Möglichkeit, wenn man gar nichts mehr weiß und nur noch das Bild weiß, kann man natürlich auch hingehen und kann sich jetzt zum Beispiel, und da haben wir auch in der Weltneuheit, das muss man auch wirklich mal gesehen haben, was hier möglich ist. Und zwar ist es ja so, wenn man nach einem Interpreten sucht, ja, bei anderen Produkten zum Beispiel, ja, dann kriegen Sie nur das hier angezeigt, die Namen. Maximal. Was wir machen, wir greifen komplett in diesem Augenblick, wo Sie die Interpretenliste öffnen, durchsuchen wir Ihre ganze Mediathek und zeigen Ihnen sofort an, wo der Künstler überall mitgewirkt hat mit Cover. Und dann auch so intelligent sortiert, dass Sie da oben einstellen können, ja, zum Beispiel nach Beliebtheit. Wenn ich den nämlich oft abgespielt habe, dann will ich ja meistens doch wieder mal hören und dann rutscht der immer weiter nach vorne in der Liste. Sie können aber die Sortierung auch natürlich nach Albumname oder nach Jahr ändern. Ne? Also ich könnte jetzt genauso da oben drauf drücken und ändere die Sortierung wieder nach Namen. Ne? Und das ist jetzt eine Liste, das muss ich mir jetzt vorstellen, was hier passiert. Ich durchblättere jetzt eine Mediathek und setze eigentlich tausende von Suchfunktionen ab. Weil das hier, dass Sie sofort bei dem Interpreten alle Alben angezeigt bekommen, während Sie in einer Liste blättern, hat überhaupt keinen. Das ist auch wirklich eine sehr komplexe Programmtechnik. Aber sehr hilfreich, weil da brauche ich gar nicht in den Interpreten reingehen, ich sehe es ja schon hier. Ja, also ich spare mir eine ganze Stufe in der Suche. Also das jetzt zu dem Thema, ich suche irgendwas, was ich nicht mehr weiß. Ne? Gut, also wo ich nur noch die Erinnerung vom Cover habe. Dann würde ich jetzt noch den Streaming-Dienst mal auch noch kurz zeigen, was da für Möglichkeiten sind im Streaming. Es wäre ja schön, was ich ja vorhin angesprochen habe. Gehen wir nochmal zurück ins Coverflow. Genau. Machen da mal unseren Filter wieder aus. So, das heißt, ich hatte ja vorhin angesprochen, Streaming-Dienste sollten auch integriert werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die beste ist natürlich, wenn man das so integriert, dass es ein virtueller Bestandteil meiner Mediathek wird. Und das kann man jetzt hier zum Beispiel mal wieder in unserer Käthe Melua sehen am besten. Die hole ich jetzt nochmal. Da habe ich jetzt einfach mal von der Käthe Melua alle Alben hier unten, die ich jetzt in meiner Mediathek habe, in meiner lokalen Mediathek. Das heißt, diese CDs habe ich vielleicht nochmal irgendwann gekauft und habe die gerippt oder importiert vom Stick oder wie auch immer. Und jetzt wäre es natürlich optimal, wenn ich jetzt wüsste, weil ich jetzt bei irgendeinem Streamingdienst angemeldet wäre, was hat dann Käthe Melua noch so alles gemacht? Ja, und es geht, indem wir jetzt dann hier den Streamingdienst, den wir jetzt als erstes integriert haben, weil wir den, da gehen wir nachher auch noch kurz ein, Leistung von Streamingdiensten, dass man hier also hingehen kann bei den Einstellungen, Diensten und macht jetzt hier zum Beispiel diesen Qubus-Streamingdienst ein. Und wenn man dann zurückgeht, dann werden wir jetzt feststellen, dass die Käthe Melua, ups, hat er nicht aktualisiert. Ja, manchmal gibt es hier Internetprobleme. Nochmal. Jetzt hat er es aktualisiert. Jetzt stellen wir jetzt fest, ja, dass er nicht mehr 4 Alben hat, sondern jetzt sind es schon mal 13. Und bei mitgewirkt sind es natürlich auch noch mehr geworden, weil die hat dann natürlich auf anderen Alben bei dem Streamingdienst auch noch mitgesungen. Ne? Das heißt also, man hat hier eine Integration. Man erkennt es dann auch an den Symbolen. Ne? Das hier ist zum Beispiel jetzt das Qubus-Symbol, dass diese Alben eben von Qubus gekommen sind. Ne? Das heißt, also, das ist halt die Integration, wie wir uns das vorstellen, dass man also gar nicht mehr die App der eigentlichen Hersteller, wie jetzt von Qubus die App laden muss, sondern in unserer App finden Sie alles das, was Qubus anbietet und könnten jetzt auch hingehen und können nämlich solche Alben dann virtuell, ja, dieses hier zum Beispiel, könnte man virtuell hinzufügen zu Ihrer Mediathek, dann wird es gehandhabt, als wäre das ein lokales Album, was Vorteile hat. Die Vorteile sehen so aus, dass wenn man so, dass die Vorteile sehen so aus, dass ich jetzt zum Beispiel hier unten den Komfort habe, unser Smart Volume Control heißt das. Das ist eine tolle Feature, gerade wenn man öfters mal Background-Musik hören möchte. Weil Sie können hier unterscheiden, soll ich die Lautstärke manuell regeln
Oder Sie können sogar eine Lautstärke speichern. Das hat nämlich den Vorteil, Sie können sich irgendeinen Titel so abspeichern, dass wenn der gespielt ist, immer genau so laut klingt, wie Sie den abgespeichert haben damals. Das heißt, die Lautstärke holt er sich wieder zurück, sozusagen, egal was gerade im Slider steht. Noch schöner ist aber hier diese Automatik, die hervorragend funktioniert, wie von Geisterhand. Regelt er dann für Sie die Lautstärke nach, dass sie immer auf dem gleichen Niveau bleibt. Und deswegen ist es interessant, weil, ich hatte eben den Streamingdienst angesprochen, wenn Sie den Streamingdienst, dieses Album, virtuell zu Ihrer Mediathek hinzuführen, dann merke ich mir nämlich, wie laut das war, die einzelnen Titel. Und dann würde selbst diese Automatik da unten dann greifen und würde selbst bei gestreamter Musik die Lautstärke nachregeln. Ja. Das sieht man auch hier unten. Wir zeichnen sogar die Lautstärke auf und werten die aus. Sehen Sie, das hier unten in dem Timeslider ist der rechte und linke Pegel vom rechten und linken Stereokanal. Und daraufhin können wir dann hier die Lautstärke regeln. Ne? Die ist dann wie von Geisterhand gesteuert. Das steht ja jetzt auf Automatik, das können wir hier mal ausprobieren. Ich bin jetzt hier beim Titel drin, habe jetzt hier die minus 20 dB stehen. Jetzt nehme ich mal irgendeinen anderen Titel aus dem Album, in der Hoffnung, dass der leiser oder lauter aufgenommen ist. Und schon stellt man fest, aha, minus 8 dB. Der war wesentlich leiser aufgenommen, der hat also jetzt 12 dB draufgelegt, damit er auf die alte, vorige Lautstärke von dem anderen Titel wiederkommt. Das ist eine tolle Feature, wenn man gerade Playlisten abspielt. Sie kennen das Problem bei Playlisten, ständig ist man am Drücken, zu laut, zu leise, nächste Lied kommt. Das ist hiermit beseitigt. Das ist natürlich ein tolles Feature für den Alltag. Ja, aber was sollte man denn bei dem Streaming noch so aufpassen? Beim Streaming ist noch wichtig, dass man da auch schaut, welche Art von Musik höre ich denn öfters? Ja, was ist für mich der richtige Streamingdienst? Da fängt es eigentlich an, dass man bei der Qualität anfangen muss. Es gibt Streamingdienste, die schaffen noch nicht mal CD-Qualität, die übermitteln oft in MP3-Qualität. Dann gibt es Streamingdienste, die schaffen bis CD-Qualität. Und dann gibt es Streamingdienste, die schaffen wesentlich höher, die machen also High-Res-Formate. Und dann muss man immer noch wissen, bei den Streamingdiensten, das sollte man auch vergleichen, es ist nach meinen bis jetzigen Erkenntnissen immer noch nicht gewährleistet, auch wenn die Hersteller was anderes behaupten, dass die Musik gestreamt genauso gut spielt, als wenn sie lokal abspielt. Meine Erfahrung ist eindeutig nein, das ist leider noch nicht der Fall. Also da sollte man auch sich im Klaren sein, dass so ein Streamingdienst noch nicht unbedingt die wollmilchlegende Eiersau ist. Was auch dazu kommt, sind Rechte bei den Streamingdiensten. Da müssen Sie bei der Wahl auch aufpassen. Nicht jeder Streamingdienst hat zum Beispiel die Musikrechte weltweit. Da kann es Ihnen passieren, dass Sie hier Musik, die in Amerika verfügbar ist, in Deutschland nicht streamen können, weil die nicht angeboten wird, weil da keine Lizenzrechte für existieren. Das gilt auch zum Beispiel für Artisten, also Interpreten. Es kann CDs geben. Da sind 10 Titel drauf von 10 verschiedenen Interpreten. Aber wenn Sie die CD im Streamingdienst öffnen, kriegen Sie nur 6 Titel angeboten, weil der Interpret mit den anderen 4 Titeln leider keine Lizenz mit dem Streamingdienst hat. Wenn es dann noch ein Live-Album ist, ist es saudoof auf gut Deutsch, weil dann wollen Sie das Live-Feeling haben, drücken auf Titel 1, aber den gibt es nicht. Das heißt, Sie steigen dann irgendwo mittendrin im Konzert ein. Also das ist auch zu bedenken. Streaming ist da auch limitiert. Und auch limitiert, was auch die Anzahl und die Verfügbarkeit der Musik ist. Es hört sich immer sehr viel an, die sagen, ja, wir haben 40 oder 100 Millionen Titel oder weiß Gott wie viele. Aber wenn man dann doch mal genauer nachschaut, stellt man doch fest, so von ein paar Interpreten, die man sehr mag, kann es einem passieren, dass sie mehr haben, wie man selber hat. Aber es kann auch leider öfters mal passieren, dass sie auch weniger haben, wie man selber hat. Also die Gewährleistung, dass da wirklich alles drauf ist, ist limitiert, weil natürlich auch die Musikrechte nicht so alt sind. Diese Streamingdienste sind ja auch noch nicht so alt. Das heißt, da kann es oft passieren, dass Musik von früher gar nicht mehr zu finden ist. Ne? Auch bei solchen Streamingdiensten zu beachten. Ja, dann sollte man sich auch noch im Klaren sein, hatte ich auch vorhin schon angesprochen, so eine All-in-One-Maschine oder Streaming- oder Musikserver. Ja, warum soll ich denn nur einen Streamer kaufen und mir die Funktion von vornherein limitieren, wenn es doch für fast das gleiche Geld oder vielleicht sogar für weniger eine Lösung gibt, die alles kann. Also die streamen, speichern kann, ja, die rippen kann, ja, die Radio kann. Das heißt also, einen reinen Streamer würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Es sei denn, man sagt, ich habe eh keine eigene Musiksammlung und, mir ist das alles egal. Dann ist ein Streamer okay. Aber auch da sage ich, warum auf Funktionen verzichten, die ich für das gleiche Geld kaufen kann. Würde ich Ihnen auch dringend darauf achten, wenn Sie sich für solche Produkte interessieren. Jo, dann haben wir noch UPnP-Protokoll, das hatte ich auch schon. Ja, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, das war Multi-Rooming. Wenn Sie das machen möchten, auch die Unterstützung von UPnP noch interessant ist. Und dass wir
bei solchen Lösungen halt darauf achten sollen, dass die Formate auch alle unterstützt werden. Es gibt leider viele Streaming-Geschichten, da rede ich jetzt vom Streaming im Hause, nicht von dem Streaming Providern, sondern wenn sie die Musik im Hause verteilen wollen, dass dann da oft sonst die Metadaten einfach fehlen. Das wird dann unschön, wenn sie keine Cover oder keinen Interpretennamen mehr haben. Und nochmal zu den Begriffen, wie schon gesagt, wenn man sich einfach mal merkt, als Laie, Server sollte eigentlich dafür stehen, dass er auch Musik speichern kann. Ja? Das heißt, auch beim Ausfall des Internets habe ich Musik. Und Streaming ist immer flüchtig. Das heißt, das wird einmal gestreamt, abgespielt, ist weg, wird nicht gespeichert. Das sollten Sie unterscheiden. Damit kann man auch die Fachbegriffe Streaming und Musikserver, denke ich, genau definieren. Ja, das eine kann speichern. Das Speichern heißt aber nicht, dass er nicht streamen kann. Das kann er natürlich auch, wenn er das will. Und nur Streaming ist halt, die Musik ist flüchtig und ohne Internetzugang müssen Sie dann selber Musik machen. Dann hilft es nichts. Ja. Gut, ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Punkte. Und wenn Sie jetzt noch Fragen hätten, dann kann ich Sie gerne noch auf unseren Stand einladen. Und da sind wir hier in Halle 4, Stand R01. Da kann ich dann gerne noch auch mehr von der App zeigen. Das war jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil, was so eine App leisten kann. Und ja, freue mich, wenn Sie noch Fragen haben. Gut, dann bedanke ich mich für den Besuch. Ja, so, Entschuldigung. Ja. Ja. Also die App ist eigentlich schon verfügbar. Die ist zurzeit ist die noch in der Testphase. Wir haben also unsere Kunden da etwas selektiert und wird jetzt nach der Messe dann als ganz normale App ladbar sein im App Store. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich.